Also, ich fange an, aber nicht wirklich, weil ich nicht weiß, was ich eigentlich zuerst sagen will. Das ist ganz egal, ich soll einfach anfangen. Also, hallo liebe Leute, ich heiße Zebra und es ist eigentlich ein Spitzname, aber genau wie das Tier. Oh Scheiße, ich bin nicht genau wie das Tier. So, ich bin eigentlich kein Zebra, aber das ist mein Spitzname, also ich benutze es. Und ja, also das ist das. Zum nächsten Thema wollte ich genau erklären, warum ich das hier mache. Also, ja, also ich wollte eigentlich einen Vlog auf Deutsch machen, sodass ich mein Deutsch üben kann. Und Deutsch war mein und ist meine Lieblingssprache. Also dann mache ich was auf Deutsch. Und eigentlich hatte ich Pläne, in Deutschland zu reisen oder vor ein paar Monaten in Deutschland, nach Deutschland zu fliegen und einen Job machen. Aber es hat nicht funktioniert, es ist nicht geklappt. Aber ganz egal, was sagt man eigentlich? So, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja, also das ist, wie es gelaufen ist, aber das ist eigentlich gut. Ich bin so froh, dass ich diese Gelegenheit habe, in einem ganzen Jahr einen Vlog zu machen. Ich habe nichts viel anderes zu machen. Ich habe Zeit eigentlich und ich will euch zeigen oder ein deutsches Publikum zeigen, wie es sein könnte, also wie es in einer kleinen Stadt in Amerika sein könnte. Also hier wohne ich in Davis. Aber ich denke, dass was besser ist, als von meiner Stadt zu reden und zu quatschen und alles. Es ist besser, euch eigentlich zu zeigen. Oh mein Gott, halt die Klappe, was? Könntet ihr das hören? Oder ist das nur ich? Okay, also ich muss wirklich dringend was essen. Also ich gehe downtown und wirklich gehe, weil es so klein ist eigentlich. Und ja, es wird toll sein, entzückend, großartig, hervorragend, alle diese Wörter. An und jetzt bin ich bereit. Komm zurück, komm bitte zurück. Also das ist eigentlich mein Weg. Der richtige Weg, den ich gehen will, und sie zeigen mir den Weg. Wie nett von euch! Wie nett! Okay. Oh, und jetzt die Sonne durch den Baum, glaube ich. Ja, der. Die Sonne. Oh, wie schön. Oh, das war schöner. Oh, genau. Genau da. Nein, genau da.
Zebra. Wie toll ist das denn? Hallo. Und also ich bin die ganze Stadt eigentlich gelaufen und ich habe ein bisschen Hunger. Also ich dachte, oh, warum nicht? Ich soll hier essen und vielleicht zeigen, was mein Lieblingsrestaurant ist. Ich weiß nicht, ob es ein Panera in Deutschland gibt, aber es ist mein Lieblingsladen oder ja, zum Essen, weil ich es so schön finde und ich kann hier eigentlich auch lernen. Heute werde ich eigentlich das hier essen. Also kannst du das sehen? Es ist Brot und ich frage nicht, was für ein Brot es ist. Ich habe keine Ahnung eigentlich. Es ist nur Brot. Also ich weiß nicht. Also es ist Französisch. Ich habe keine Ahnung. Und dann hier habe ich eine Suppe. Und die Suppe ist von Brokkoli und Käse. Also, und nochmal, ich bin nicht ein ich weiß nicht, Käsemensch oder was Leute immer sagen. Und mein Lieblingsteil von diesem Essen ist eigentlich das hier. Ich esse ein bisschen und dann, ich habe alle diese Werke gedreht und gefilmt und ich denke, sie sind alle, aber ich dachte, dass es irgendwo eine Gemälde von einem Schmetterling gibt, aber ich kann eigentlich den Schmetterling nicht finden und er ist so schön. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, es ist super toll, also ich soll ein bisschen mehr suchen und hoffentlich kann ich es finden. Also bis dann! Wer weiß, ich fliege nach Deutschland in einem Jahr und das ist sehr kurz eigentlich. Und in ein paar Jahren könnte eigentlich Deutschland mein neues Zuhause sein. Und ich will nie vergessen, wie mein Leben hier war und wie es jetzt ist. Also das ist, warum ich das mache.